Neue Folge von A Plague Tale. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Letztes Mal haben wir den großen Bosskampf gefochten und haben es tatsächlich geschafft, die rechte Hand vom Großinquisitor zu besiegen. Sie ist riesig. Wie sollen wir bloß Mama finden? Wir werden sie hier rausholen, Hugo. So, Freunde, genug getrödelt. Hey, warte! Melly, warte, nicht so schnell. Melly ist traurig. Sie wird sich wieder beruhigen. Aber können wir ihr nicht helfen? Deswegen sind wir hier. Wir helfen ihr, sich zu rächen. Und am Leben zu bleiben. Wir haben den Knirps und die Ratten. Wir sind unbesiegbar. Ja, oh, also unbesiegbar. Melly, beruhige dich. Hm. Die verdammten Ratten blockieren den sichersten Weg hinein. Sie machen das nicht absichtlich, Melly. Wir haben keine Wahl. Wir versuchen es durch die große Tür. Aber passt auf. Oh, Melly, warte. Also ich habe irgendwie das Gefühl, Melly wird uns in Schwierigkeiten bringen. Nein, sie ist wütend auf alles. Aber gib ihr ein bisschen Zeit, Hugo. Ihr Bruder ist gerade gestorben. Es passiert einem jetzt auch nicht jeden Tag, ne? Wir sind über den Tod unseres Vaters ja schon ein bisschen länger hinweg. Aber bei ihr ist es noch frisch, denn letzte Folge wurde Mellys Vorsicht. Bruder von dem komischen Rittertypen, dem Großinquisitor Handlanger, Nummer 1, mit dem Schwert erstochen. Dann daraufhin haben wir ihn umgebracht. Glaub, das hat bereits angefangen. Auch wenn es schwer war. Ein bisschen Rache ist also schon getan. Diese Viecher werden immer mehr. Vital, das ist riskant. Vital ist weiß, was er tut. Heute nehmen wir lieber die Hintertür. Das sagt er zumindest. Sie sehen uns doch. Versperrt. Sie gehen. Drecksloch. Wir wissen nicht mal, was in dieser Kathedrale vor sich geht. Unsere Gelegenheit. Lukas, komm mit mir. Melly. Hab Vertrauen. Jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Gut, ich gehe zurück. Sei vorsichtig. Sie sehen euch doch, wenn die sich jetzt auch nur ein bisschen umdrehen. Er wird sie sehen. Hey! Halt! Ich helfe ihm. Bleib hier. Shit. Ich hoffe, sie schaffen's. Sie kennt die Stadt und führt sie sicher in die Irre. Woher kennt sie denn die Stadt? Nutzen wir die Gelegenheit. Ich dachte, wir waren hier noch nie. Was für eine Stadt ist das überhaupt? Schon wieder dasselbe Problem wie immer. Keine Ahnung, was das für eine Stadt ist. So, der ist doch alleine, oder? Der ist für dich. Komm, den kann Roderick doch fertig machen. Oh, jetzt sind wir im Vollbesitz unserer Kräfte. Roderick kann einzelne Wachen kaputt machen und wenn hier irgendwo mal Ratten auftauchen, nicht wieder auf. Glaub mir. Dann haben wir halt auch einfach mal die Rattenarmee auf unserer Seite. Denn, unser kleiner Bruder Hugo hat letzte Folge, scheinbar diese ominöse Schwelle seiner besonderen Rattenfernsteuerbegabung überschritten. Die Glocken, die Kathedrale, Amicia, Vitalis ist dort. Das heißt, Mutter ist ebenfalls dort. Dem Bastard bereiten wir eine Überraschung. Zuerst müssen wir die anderen finden. Das sieht tatsächlich ein bisschen nach Notre Dame aus, weil ich nicht glaube, dass das hier Paris sein soll, aber andererseits waren diese... waren die Kirchen in Frankreich in der Zeit, sahen sich auch alle ein bisschen ähnlich. Das sind die Ratten. Sie sind hier, unter uns. Also haben sie alles zerstört. Seht euch den Boden an. LT gedrückt, sondern uns hier für die Ratten zu bestimmen, zeigt roter Dunst die Horden an, die unter der Erde gefangen sind. Alter. Wie krass. Sie hören einfach nicht auf mich. Ah, ach so, ich muss sie hier rausholen, oder was? Warte mal. Sie kommen nicht raus, solange es hell ist. Ach so, dann müssen wir hier das Feuer ausmachen. Ich habe das Gefühl, dieses Feuerlöschzeug, das wird meine wichtigste Fähigkeit werden. Aber tun die uns noch was? Nö. Wir können jetzt einfach durch die Ratten durchmarschieren. Ah, und auf einmal macht das Ganze gleich viel mehr Spaß, wenn die Ratten keine Gefahr mehr sind. Geilo! Ich bin großer Fan von Ratten hören auf mich. Ach, da unten sind ja noch mehr, guck mal. Alles kaputt hier, alles kaputt. So, aber ich kann doch da jetzt einfach durchlatschen, oder? Ist denen doch egal. Hahaha! Ich bin ein Freund der Ratten. Niemand hat Nikolaus seine Nachricht und das Versteck der Kinder gesehen. Vitalis.
Ratten, Ratten, Ratten. Lasst mich doch einfach mal ratten. Ich kann sie alle fertig machen. Mit meinen coolen Ratten. Was ist das? Ratten. Das sehe ich mir an. Oh nein! Und nu? Ja, und wieder einer ist. Oh. Okay, warte. Au! Ich habe mich zu früh gefreut. Da hinten steht einer mit Pfeil und Bogen. Scheiße. Nein. Okay, also man darf sich dann doch vielleicht nicht ganz so offen zeigen. So, da sind Ratten. Da sind Ratten. Okay, den da hinten. Den kriege ich nicht so einfach. So, damit ist der schon mal hin. Nein! Oh, komm! Okay, also ich muss irgendwie mehr schleichend das Ganze machen. Ich bin jetzt sehr offensiv vorgegangen. Hab versucht, den schnell zuvorzukommen irgendwie. Aber, also ich muss jetzt erstmal hier das Ding ausmachen. So, zack. Dann haben wir das Problem gelöst. Bisschen Zeug einsammeln. So, sich nicht sehen lassen im besten Fall. Ich verstecke mich mal bei Rodrik. Die Ratten greifen die natürlich nicht an, weil sie Fackeln haben. Nicht Fackeln, wie heißt das? Laternen. Aber da kann man ja bestimmt was gegen tun. Gegen so eine Laterne. Wo kam das her? Du entwischst mir nicht. Nein, das will ich doch gar nicht. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Achso, Rodrik wird nicht gesehen von den... Na gut. Dann macht Rodrik das halt. So geht's auch. Möchte ich nicht stecken. So geht das auch. Oh oh. Fuck. Ich seh mal nach. Oh oh. Das ist jetzt gar nicht gut. Ich muss irgendwie... hier außen rum. Wie kann ich denn jetzt am dürfsten dem seine Laterne weg? Ja, ich muss hier ein bisschen Ruhe reinbringen. Der Typ da hinten hat mich schon gesehen. Der Bogenschütze. Das ist gar nicht gut. Warte mal. Das sehe ich mir genau. Was geht denn da hinten wieder vor? Ach komm. Ey, der Typ nervt. Was ist denn mit dem? Der soll mal... Geht schon wieder los. Da stimmt, doch was nicht. Der weiß auch nicht, wo er hin will. Ach, Kacke. Ach Mann. Der nervt voll mit seinem blöden Schild. Was mache ich denn gegen den? Vielleicht komme ich an dem auch einfach vorbei, ohne dass das ein Problem wird. Also der erste ist ja ganz einfach. Das haben wir jetzt ja schon rausgefunden. Den kann ich mit Rodrik einfach fertig machen. Oh. Mit Rodrik einfach fertig machen. Es ist so angenehm, dass man sich nicht mehr mit Ratten beschäftigen muss. Also so die... die gehorchen einem einfach. Es ist so toll. So toll. Hab ich noch irgendwas zu meiner Verfügung? Nicht so richtig. Wieso? Doch, geht doch. So, jetzt. Kollege, geh doch mal bitte da links rein. Nee, wieso? Hä? Das letzte Mal ist er doch auch andersrum gegangen. Verstehe ich nicht. Okay, ich würde gern den da hinten aber schon mal irgendwie erledigen. Das geht wieder nicht. Scheiße. So, aber jetzt kriege ich den doch hier. Mit Roddy. Oder nicht? Oder was? Oder nicht? So, kümmerst jetzt. Du dich um ihn? Hey, wenn man stillhält, tut es nicht so weh. Ich kriege euch. Darauf wird es warten. Ja, mach mal. So, also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich eine gute Chance habe.
Au! So. Komm. Haben wir ihn? Ja! So, jetzt muss ich nur noch an den da hinten rankommen. Der steht aber zu nah an dem hellen Haus. Da habe ich also keine gute... Scheiße, zu weit weg. Okay, schnell hier rüber, weil von hier aus konnte ich ihn abwerfen. Das habe ich ja schon mal gemacht. Vielleicht kann ich ihn auch irgendwie umgehen. Der da ist noch einer. Verlass dich auf mich. Der dreht uns den Rücken zu, den kriegen wir also. Was denn nun? Problem gelöst. So. Puh. Coole Action. So, jetzt. Wieso ist der jetzt hier noch nicht tot? Dann machen wir, holen wir uns mal noch ein paar Verbündete ran. Jetzt ist der ja quasi eingesperrt da hinten. Der Kollege. Kann nicht entkommen, weil da rechts sind ja auch noch Ratten. Tschüss. Schön mit Ö. Roderick, du bleibst schön bei uns, ne? Weil sobald du dich hier ein bisschen weiter von uns entfernst, ist das, ich sag mal, problematisch. Fuck. Fuck. Oh ja! Und jetzt! Angriff! Oh, knappe Kiste. Manchmal echt eine knappe Kiste. Aber es ist schon ein gutes Gefühl bei einem Spiel, wo man doch tendenziell sehr viel weggerannt ist. Da muss ich dann weiter wahrscheinlich. Plötzlich zum Gegenangriff übergehen zu können. Das ist schon cool. Ich konnte ja bisher wirklich nicht viel machen gegen die Gegner. Also klar, ich konnte mal zwei oder so mit der Steinschleuder besiegen. Aber das war jetzt ja nicht so bisher, dass ich gegen die Übermacht wirklich eine Chance hatte. Ist jetzt immer noch nicht wirklich... irgendwie jetzt ein krasses Actionspiel. Deswegen, aber es fühlt sich schon mehr so an, als wäre ich, im Englischen sagt man capable, also es hätte ich gewisse Fähigkeiten, die es mir ermöglichen, dann doch besser zu Rande zu kommen hier. Kann ich irgendwas aufwerten? Ja, geil. Flexibilität, Schüsse werden leiser. Das sollte mir die Sache erleichtern. Das ist doch super. Den Beutel müsste ich mal noch upgraden, aber da brauche ich Seil. Seil lag doch hier unten, oder? Habe ich das nicht richtig gesehen? Falsch gesehen? Ach, hier oben hätte man auch den Rattenkäfig runterschießen können. Wenn man das gewollt hätte. Da, genau, da lag doch Seil. Das habe ich doch genau richtig gesehen. Brauche ich ja noch für die nächsten Crafting-Sachen. Okay, weiter geht's. Wir wollen immer noch zur Kathedrale, wo hoffentlich unsere Mutter gefangen gehalten wird. Und hoffentlich der Großinquisitor lauert. Dann würde ich aber dir den überlassen und... Tschüss. Dann los. Ich wäre auch gerne so stark. Kleiner, du hast eine ganze Rattenarmee. Ich wollte gerade sagen... Müssen wir das öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Allein? Willst du das übernehmen? Machst du das, Roderick? Ja. Komm, mach du mal. Wow. Ja klar. Ist Roderick so krass stark. Vorsicht. Der kann ein ganzes Stadttor alleine anheben. Jetzt übertreibt er aber ein bisschen. Oh. Da ist auch noch einer. Jetzt vermisse ich irgendwie so ein bisschen den Adlerblick oder sowas aus Assassin's Creed oder die Batman Detective Vision, womit ich irgendwie, oder Far Cry, das Spotten, womit ich Gegner markieren kann. Das wäre jetzt schon ganz praktisch. Das sind jetzt aber echt eine ganze Menge Gegner. Ratten habe ich hier leider auch nicht. Das ist blöd. Vielleicht da hinten, vielleicht kommen da welche raus. So, dann kommt doch mal wieder hier in die Ecke. Hier ist es schön, guck mal. Hier könnte auch wirklich was Interessantes lauern. Wer weiß das schon? Vielleicht sind ja hier irgendwelche bösen Eindringlinge, die man mal besuchen müsste. Könntet ihr die gefangen nehmen, dann wärt ihr die neuen besten Freunde vom Großinquisitor. Oh nee, hier ist ja doch niemand. Glück gehabt.
Oh nein, der da hinten hat aber Pfeil und Bogen. Da muss man aufpassen. Da müssen wir schon mal aufpassen. Aber komme ich da ran mit der Schleuder? Ja. Tschüss. Tschö mit Ö. War ein schönes Leben für dich. Da hinten sind die anderen. Okay. Ich sammle aber hier noch kurz Zeug ein, falls hier irgendwas ist. Hier ist totes Schwein. Das sammle ich sinnvollerweise nicht ein. Denn was soll ich denn mit einem toten Schwein? Aber hier ist Zeug. Salpeter. So ein Fässchen habe ich schon. Ne, wie heißt das? So eine Schüssel. Hey! Ein Töpfchen. Amicia, ihr lebt! Hört zu, Vitalis ist in der Kathedrale. Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg. Ja, und wir haben Ratten. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Das brennende Haus? Wir können nicht zurück. Das da? Los, wir treffen uns auf der anderen Seite. Seid vorsichtig. Los, ins Haus. Ab ins Haus. Was soll schon passieren? Es brennt ja nur. Ja gut, das ist aber blöd, weil wenn da jetzt Gegner sind in dem Haus, dann können wir die Ratten nicht benutzen. Oh, verschlossen. Ich brech sie auf. Brech sie auf, los. Dreckstück. Dreckstück. Schimpfst du gerade auf die Tür? Die Wachen. Roderick, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Naja, Spaß. Ich weiß ja auch nicht, mein Freund, ob das so spaßig ist. So, Ratten-Action. Auch da nochmal Ratten-Action. Den Kollegen bitte auch. Oh oh. Nein! Wo kommt er denn her? Der ist da links. Alle gucken nach rechts. Er kommt von links. Der Kansas City Shuffle. Okay, warte mal. Dann mache ich jetzt erstmal, bevor das hier die Action passiert, mache ich erstmal die Fackeln aus, weil ich denke, das könnte mir noch einmal nützlich werden. Wenn hier einfach ein bisschen mehr Ratten rumrennen. Insgesamt. So, dann aktivieren wir mal die Sequenz. Ich brech sie auf. Ich geh schon mal hier runter. Roderick, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Okay, so. Fuck. Aber den kann ich doch auch so erledigen. Da brauche ich ja keine Ratten für. Die Typen sind ja kein Problem. Die kann ich ja so erledigen. Da brauche ich ja nicht Hugo für. Also wie die Scham komplett von mir abgefallen ist, irgendwie Leute umzubringen. Also von wegen Teenager-Mädchen und so, sollte eigentlich nicht Bock drauf haben zu morden. Jemand hat einen unserer Männer getötet. Finde die. Wie ich jemanden getötet habe. Sagt ihr. Männer, kommt her! Los, Männer! Also Ratten! Stürzt euch auf sie! Na komm! Nein, der stellt sich neben's Feuer, du Feigling! So haben wir aber nicht gewettet! Haha. Ja, ich denke schon. Da ist kein Feuer mehr. Arsch. Erinnert mich daran, dass ich euch beide nie wütend mache. Nee, mach das nicht. Die Familie Derun ist gefährlich. Ah. Convenient. Er bekommt die Tür genau dann auf, wenn die Gegner sind. Scheiße. Das ist echt ein Scheißplan. Das können wir nicht. Wir werden verbrennen. Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird. Wo wie? Folgst du uns? Bis in die Hölle. Warum? So, okay. Wie kommen wir hier weiter? Da durchs Feuer. Na gut, ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause. Es ist schon wieder soweit. War eine lange Folge auch wieder. Nicht so lange wie die letzte, aber wir haben viel geschafft, nämlich eine ganze Menge Menschen umgebracht. Und ist es nicht das, was zählt im Leben? Mit dieser Frage lasse ich euch jetzt mal in den verdienten Let's Play Feierabend gehen und werde jetzt auch mal eine kleine Pause machen.
Und beim nächsten Mal bewegen wir uns weiter durchs brennende Haus. Das kann nur gesund enden. Und wenn wir am Ende keine Atemwegserkrankungen haben, dann gebe ich einen aus. Bis dahin, Leute. Ciao.